Ich wollte nur sagen, dass es ein totaler Schock war. Nicht nur für euch, auch für mich selber. Einfach mal der Hintergrund. Ich bin gar nicht gestalkt worden. Die Blondine, die will gar nichts von mir. Ich bin angesprochen worden von der LBTQABCD-Plus-Gruppe und habe mit Schock festgestellt, dass es noch kein Straftatbestand ist, jemanden online zu liken, zu stalken. Nur im richtigen Leben. Und das ist ja so ungerecht, das habe ich ja so schlimm und erschreckend gefunden, dass ich gedacht habe, da muss man etwas dagegen machen und darum habe ich mich eben stalken lassen. Und ich will es sagen mit einem breiten Zürichdeutsch, so sorry, gell? So sorry. Ich weiß gar nicht, wann ich selber Wort finde aus meine Frisur ist nicht. Auf jeden Fall, es ist so, ich bin so verunsichert gewesen und ich verstehe die Opfer 100%, wenn sie jetzt auch finden, dass sie von mir hinters Licht geführt worden sind. Aber trotzdem bitte ich alle anderen Opfer, dass sie Verständnis haben. Wir müssen zusammenstehen. Wir Influenza können etwas miteinander bewirken. Wir können Tätting unterschreiben. Wir können etwas machen. Ich verstehe, dass du jetzt wütend bist, aber statt das alles auf mich projizieren, bist doch einfach wütend auf die richtigen Stalker und auf dich selber. Weil ich habe es nur gut gemeint und ich wollte, dass die anderen Opfer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Apropos Aufmerksamkeit, like doch mein Snapgram. Und ja, ich hatte die Intention, zu helfen. Wirklich nur zu helfen und ein paar Likes überzukommen. Aber wir müssen zusammenstehen. Unsere Intention muss sein, kämpfen für den Feminismus, für MeToo. Weil es, ja, es lange nicht einfach hässig zu sein auf dich selber. Das ist auch wichtig. Aber wichtiger ist, dass man etwas bewirkt. Und darum möchte ich gern meinen kleinen, herzigen Stand dazu nutzen, dass man zusammenstehen und Petting machen. Ich will, dass wir Awareness schaffen. Awareness für Stalking, für die anderen Opfer, die zum Teil sterben. Ich meine, ich muss da nur in der Kamera reden und kann sogar noch ein paar Likes aufsammeln, wie ich bei 20 Minuten geteilt wird. Aber es gibt Leute, die haben auch wirklich sonst noch wirkliche Probleme. Maskara. Und darum bitte ich dich, bist nicht hässig nur auf dich selber. Bist auch hässig auf alle anderen. Frag Politiker, geh auf die Homepage. Like uns und mach Petting so viel, wie du nur kannst. Und ich kann nur sagen, es tut mir wirklich, wirklich so von Herzen leid. Ich weiß nicht, wieso ich nicht brüllen kann. Ich gebe mir so Mühe. Aber ich bitte euch inständig. Schaffen wir etwas miteinander. Like meine Snapgram-Page und wir machen die Welt zu einem schöneren Ort. Und im nächsten Video zeige ich euch, dann wie man sich so schön schminken kann, dass man aussieht, als wäre man 14 Tage jünger. Danke vielmals. Und nochmal, es tut mir so leid. Es tut mir so Es tut mir so leid. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, aber es tut mir so leid.